Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind auf der Winterberg in unserem Tiere- und Produktionsspecial. Wir sind in Folge 29 und ja, auch heute wird es neben dieser Folge noch eine weitere geben, nämlich ein kleines Missionsspecial. Ich weiß den Umfang noch nicht genau, wie gesagt, das werde ich erst hier nachaufnehmen. Entschuldigung, wir haben noch eine Besonderheit. Mir war was aufgefallen, also vielmehr, mir ist jetzt was aufgefallen, dass ich halt was nicht richtig, ja, sagen wir mal so, ich habe nicht gedacht, dass es das ist, aber es ist es sozusagen. Der gute Thorsten hatte mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass das Nebenprodukt, also bei der Biodieselanlage kommt ja sowohl Biodiesel raus, erschreckende Tatsache. Man liefert Raps an und man hat Gülle dementsprechend, die man abfährt. Und ich dachte, das andere wären Gärreste. Da habe ich mir das Zeichen etwas genauer angeguckt, nachdem Thorsten mich darauf aufmerksam gemacht hatte. Und nee, es ist Mischfutter für Kühe. Also wir haben es nochmal einen Schritt einfacher, was die Futtergeschichte angeht, weil wir haben tatsächlich ein Mischfutter auch für Kühe als sozusagen verwertbaren Rest bei der Biodieselproduktion, genauso wie wir das Ganze als Schweinefutter Resteverwertung bei der Sojamilchproduktion haben. Also die beiden Produktionen ergänzen sich mit unserem Tierpart hier wunderbar. Eine zweite Geschichte, also Horrorunfall, den ihr gesehen habt auf den Schienen, der hätte gar nicht sein müssen. Es liegt einfach daran, dass die beiden Züge die ganze Zeit im Bahnhof stehen und zwar so versetzt, dass sie tatsächlich alle Schranken auslösen. Auch das hatte Thorsten dementsprechend noch kommentiert, war mir selber gar nicht so aufgefallen und ich habe den Zügen einen neuen Parkplatz zugewiesen sozusagen. Nein, ich habe die Züge halt rausgefahren aus der Stadt und sind noch alle Übergänge innerhalb der Stadt dementsprechend wieder schön befahrbar und die Schranken sind alle hoch. Also die beiden Probleme sind gelöst, ne? Haben wir uns bei Thorsten zu bedanken und das mit dem Futter für die Kühe war mir echt stumpf, ja, ne? Nicht aufgefallen. Sollte sich die Produktion noch einen Tick genauer angucken. So, ja, dann wollen wir mal gucken, wo weit wir jetzt und wie weit wir jetzt überhaupt sind. Wir haben letztes Mal unsere neuen Kühe dementsprechend mitgebracht. So, dann wollen wir mal durchschalten hier. So, Drescher ohne Arbeit, Traktor ohne Arbeit. Ohne Arbeit, ohne Arbeit. Haben wir keine Arbeit? So, guck mal kurz, wie es den Tieren geht. Hat sich hier schon was aktualisiert? Ja, hier wird eh nichts von verkauft. Wolle haben wir irgendwie noch nicht. So, dann wollen wir mal gucken. 98% Sauberkeit, ist alles okay. Produktivität und sowas. Ja, dafür läuft die Folge jetzt noch nicht lang genug. Ist das System noch nicht lang genug an, um uns das anzuzeigen, aber im Groben und Ganzen behaupte ich, sind die Tiere versorgt. Das mit den Kartoffelzuckerrüben werden wir dann erledigen, wenn wir mit dem Schweinefutter dann loslegen. So, dann wollen wir nochmal nach unseren Feldern gucken. So, unsere Felder, ne, die 13 und die 12, sind beide im Wachstum, beide gedüngt. Nichts muss gepflügt werden. Entschuldigung, das ist ja eigentlich, ja, ne? Was wollen wir mehr? So, dann sind wir eigentlich theoretisch so weit, dass wir, ich glaube, vorspulen könnten, ne? Viertel vor fünf nachmittags und wir sind am Spulen. Dann wollen wir das mal tun. Mal sehen, was denn Schönes passiert hier. Wir werden natürlich jetzt sehen, wie die Futterstände und sowas und die Sauberkeit natürlich bei den Tieren jetzt gleich leidet sozusagen. Wir können das ja auch schon mal hier auf die richtige Ebene schalten, damit wir es auch sehen können. Na, jetzt sieht man die Produktivitätsstufen. Wir sehen, nächstes Schwein. Ja, alle 12,5 Stunden gibt es ein neues Schwein. Wir haben auch schon 12. 16 Kühe sind, weil wir ja noch 6 dazu gekauft haben. Das Interessante wird beim Vorspulen jetzt sein, funktioniert das mit dem Trigger? Das heißt, wird die Milch vernünftig verkauft oder nicht? Es ist noch alles hier im grünen Bereich.
Wir brauchen uns keine Sorgen drum machen. Sobald wir halt Richtung Mitternacht gehen, ich habe halt, das kann ich vielleicht nochmal kurz zeigen und laufe nochmal rüber. Ich habe hier, also wir haben jetzt zwei Trigger dementsprechend stehen. Einmal steht er hier, der war ursprünglich auch da. Ich habe noch einen zweiten zusätzlich gesetzt, in der Hoffnung, dass das mit dem, weil alles, was ich gefunden hatte, hatte halt sonst, ne, kein illegaler Milchverkauf, ist eigentlich das passende Schild dazu, dass es nicht verkauft werden soll. Wir haben uns mal überraschen lassen, ob wir hier selber die Milch abholen können oder halt, ob das automatisch verkauft wird. Das ist die Überraschung für Mitternacht. So, ja, ich lasse jetzt die Produktivität und das jetzt wahrscheinlich ein bisschen sinken, weil wir sehen dementsprechend noch den hervorragenden, wunderbaren Sonnenuntergang da hinten, dass die Tiere ein bisschen unruhiger werden, weil es nicht mehr ganz so sauber ist. Die Schweine sind ja auch rumquieken, zwischenzeitlich sind 12. Es ist nach 21 Uhr. Unsere schöne Beleuchtung ist angegangen. Auch im Stall läuft und leuchtet alles sozusagen. Wie gesagt, mit dem Milchtrigger, das ist halt der Punkt, das müssen wir echt mal gucken. Da müssen wir uns echt mal überraschen lassen, was denn damit ist. Kühe noch alle draußen unterwegs, ne? So, wir sind bei 22 Uhr, die Spannung steigt. Was passiert mit dem Milchverkauf? Sauber gemacht hatten wir die Jungs ja alle. Und dich weggepackt haben wir sie auch. Hoffe, dass die nächste Ernte so ein bisschen mehr Schwung reinbringt in die Geschichte. Weil es sieht bald wohl so aus, als wenn wir ein bisschen uns auch vergrößern müssten, was die Felder angeht. Wahrscheinlich ein etwas größeres Feld dazu nehmen, was ungefähr so groß ist wie halt die Moment. Wie halt die, ne, die beiden zusammen, die 12 und die 13, einfach nur um da dann das gleiche anzupflanzen und auf der anderen Seite das gleiche anzupflanzen. Ja, verkaufte Milch. Es hat irgendwie nicht geklappt. Die Milch ist automatisch verkauft worden. Ich weiß leider nicht warum. Wie gesagt, die Trigger stehen da. Die, ne, kein illegaler Milchverkauf. Schild steht da auch. Kann ich nicht nachvollziehen. Alles da. Ich dachte, das hier wäre nicht so wichtig. Ich meinte, dass das hier jetzt mit integriert wäre in diesem Trigger hier mit der Version 1.2. Aber dem scheint es nicht so zu sein. Wenn wir jetzt wahrscheinlich über den Kühen gucken, ne, stehen wir fest, okay, es ist schon wieder Milch da, aber die Milch, die sie eigentlich eingebracht hat, ist halt weg. Ja, da muss ich in den nächsten Folgen nochmal gucken, ob ich da nochmal eine Alternative finde, ob es da was anderes gibt. Irgendwie scheinen die ganzen Milchtrigger nicht richtig zu laufen auf dieser Map. Ne, weil, wie gesagt, das ist nicht nur Milchtrigger, sondern das ist auch gleichzeitig der Verkaufsstopp sein. Also gar nicht aufgefallen. Auch das Lager ist richtig beleuchtet. Okay. Nicht schlecht. Mit ein paar Wolken am Himmel. Aber mal gucken, wie es gleich aussieht, wenn es ein bisschen heller wird. Ja, die Felder an sich. Die Produktivität ist eigentlich immer noch okay, auch weil obwohl die Sauberkeit etwas gesunken ist, sind wir noch bei 100%. Alles ist noch grün angezeigt. Das heißt, okay. Sobald es hell wird, werden wir halt uns rund um die Kühe kümmern. Hier werden wir zum Umschalten auf das Wachstum sehen, dass wir schon in einem der dunkleren Grüntöne gelandet sind. Das aktualisiert sich übrigens immer nur, ne? Da sieht man jetzt, die 12 ist schon einen Tick weiter, wie, ne? Das wird schon gleich in Orange übergehen, wenn es hell wird. Viertel vor 4 morgens. Dann gucken wir mal. Ich hatte mir extra das Original-Trigger runtergeladen, aber da war halt nur diese Station mehr drin und nicht mehr ein Schild zum Setzen.
Deswegen habe ich die extra hier noch mit reingesetzt. Ja, schon komisch. So, es ist beides im dunkelgrünen Bereich. Wir müssen ja nur sehen, dass wir die erste Erntestufe hinkriegen. Und dann geht's ab in die Sojaproduktion. Langsam wird's hell. Lichter gehen aus. So, wir werden auf jeden Fall noch 6 Uhr abwarten hier und dann wollen wir mal gucken, was unsere Felder so hergeben. Das ist alles noch im Dunkelgrün. Ja, immer noch. Die Kühe rennen schon wieder hier rum. Dringend sauber gemacht werden. Ich lasse das Ganze schon mal noch im Kurz laufen. Hole aber schon mal den Traktor zum Saubermachen ran. Weil es ist das erste, was ich jetzt machen werde. So. Da haben wir das gute Stück angeschaltet. So, jetzt gucken wir mal. Ne, immer noch nicht. So, mal gucken, ob das schon reicht vom Winkel her. Man muss gar nicht unbedingt genau auf dem Boden sein. Es muss halt vom Winkel her passen. Ja, das war der passende Winkel. Haben wir ein bisschen hin und her. Das hat ja sozusagen eine Staubsaugerfunktion, wenn man so will. Jetzt ist es nach 8, das ist immer noch nicht reif. Können wir halt die Gelegenheit nutzen, das hier nochmal alles sauber zu machen. So, schönes Hin- und Hergefahre. Ah, es lohnt sich diesmal auch. Letztes Mal hatten wir nur Kleinsteinheiten da drin. Jetzt sind wir schon bei 240, was sie so rumgekleckert haben, die Mädels. So. Ja, jetzt ist die erste Stufe da. Wir machen es aus. Das heißt, Auszeit können wir nicht ausmachen, aber wir gegen den Pfeiler fahren. Super, ich bin noch gar nicht ganz weg, da haben sie schon wieder geklebt. Das ist eine wieder Einstellung. Reicht der Winkel? Ja, so. Noch was? Nö, diesmal war es das. So, dann kriegen die Jungs das irgendwie wieder reingefüllt. Und weg ist es. So, nochmal einen Fix bei den anderen gucken. So, jo, hier sieht es auch dementsprechend aus wie Sodom und Gomorra. Staubsaugerwinkel ist schon da, wunderbar. Noch hier nicht so riesige Kleckerspuren. So. Und das Zeug ist weg. Eine Runde bei den Schafen gucken. Das mag ich an dem Hof, ne? Dass er schön aufgeteilt ist. Kann ich anders sagen. Oh, ist ein bisschen doll aufgeschlagen. So, gucken, ob es geht. Ja. Ja, den einen da wollte er nicht. Ja. Was sind für eine Einstellung? So. Klar, ich muss natürlich am Zaun ranfahren, ich Witzbold.
So, den Sauberkeitsfaktor-Part. Den haben wir auf jeden Fall wieder erfüllt. Das sollte also kein Problem sein. So, ich lasse ihn einfach mal kurz hier stehen. Wir springen mal kurz in unsere Futtervariante, machen die mal an und gucken, was sagen die Tiere denn? Ja, den Sauberkeitspart, das müsst ihr gleich begriffen haben, dass das alles passt. Jetzt werden wir hier mal bei den Mädels mit der Futtermaschine vorbeifahren. So. Ja, da passt doch ordentlich was rein. Das sollte jetzt wieder für 6 Tage reichen, wurde gesagt. Ist doch wunderbar. Wir haben immer noch 10.100 drin. Das waren aber 2.500 oder sowas, die hier reingegangen sind. Das ist schon mal okay. So. Lassen wir ihn mal hier stehen. Das aktualisiert sich also gleich auch. Das aktualisieren wir jetzt gerade nicht, weil wie gesagt, das werden wir mit dem Schweinefutter-Part machen. Und Wasser haben sie eigentlich auch alle noch genug. Also eigentlich sollten die Tiere jetzt gerade erstmal wieder fit sein. Und wir sind auch schon wieder am Ende mit der Folge. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, oder wenn auch nicht, schreibt in die Kommentare dementsprechend, was euch gefallen hat, was nicht, was ihr gerne anders sehen wolltet, Mod-Vorschläge, alles in der Richtung. Mich hat es gefreut, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Würde mich auch über ein Like oder ein Abo freuen und sage ich vielen Dank und bis morgen dann. Oder vielmehr bis morgen, ist jetzt natürlich jetzt gelogen, sondern bis gleich zur Missionsfolge, ne? Weil die kommt ja heute noch extra. Bis gleich.